Ciao, meine Lieben. Kurze Vorgeschichte. Wir waren heute beim Einkaufen, wollte ich mir eine Leberkässemmel holen und die haben kein Leberkäse mehr gehabt in der Metzgerei da. Bocknarrat habe ich mir ein Schälchen Leberkäsebrät mitgenommen und den mache ich heute. Und zwar mache ich da draußen Bacon-Leberkäse. Alles weitere drüben in der kleinen, aber feinen Küche, wo vielleicht auch mal die Manu dazu kommt. So, meine Lieben, da ist schon alles, was wir brauchen. Manu hat mir schon ein Bacon vorgebrutzelt, leicht angebraten. Den tun wir gleich hier in die Schüssel rein. Dann kommt das Leberkäsebrät dazu. Oder auch Fleischkäse, wie es ihr sagen wollt. Und damit es nicht ganz so normal schmeckt, hauen wir noch ein bisschen von den Steakosaurus rein. Ja, und das war's dann schon. Mehr ist da jetzt gar nicht zu machen. Jetzt holen wir erstmal das Brät hier raus. Kommt nachher wieder in die Schale rein. Und ein bisschen was von dem Gewürz mit rein. So, reicht schon. Dann vermischen wir das alles einmal schön. Und dann haben wir schon einen Bacon-Leberkäse. So einfach ist es. Dazu machen wir nachher einen schlesischen Kartoffelsalat. Die Kartoffeln sind auch schon gekocht. Aber der wird ja außerhalb vom Video gemacht. Da habe ich ja letztens schon ein extra Video dazu gehabt. Und so knapp hintereinander müssen wir ja nicht die Videos wiederholen. Oder Engelchen, was meinst du dazu? Können wir auch zusammen machen, das Video? Ja, ich habe jetzt gemeint den Kartoffelsalat, dass wir dann jetzt schon wieder ein Video machen müssen. Nachher. Den machst du? Ja. Unter meiner Anleitung? Unter deiner Anleitung. Ja, das hört sich doch sehr gut an. Deswegen gibt es heute Leberkäse mit schönen Kartoffelsalat dazu. So, und dann wuchten wir das Ganze wieder in die Form rein. Und das war das ganze Hexenwerk. Weil ich werde hier mit Sicherheit nicht anfangen, komplett selber das Leberkäsebrät zu machen. Das wäre dann doch des Aufwands zu viel. Tja, am liebsten wäre es mir jetzt natürlich, den auf den Kugelgrill zu stellen, den Leberkäse. Aber ist mir nicht möglich, deswegen kommt er im Backofen. Muss ich auch nochmal nachlesen, bei wie viel Grad, ich glaube 140 oder irgendwie sowas. Eine Stunde, aber das sehe ich dann. So, dann drücken wir den hier wieder schön rein. Und sowas könnt ihr natürlich mit jeder Art machen. Ihr könnt euch so selber einen Pizzaleberkäse machen oder bloß einen Leberkäse mit Käse drin oder mit Salami. Oder. Da ist der Fantasie absolut keine Grenzen gesetzt. Probiert es aus. Ja, genau. Probiert es einfach selber aus. Und macht es dann Leberkäse, so wie ihr das möchtet. Oder ein Zwiebelleberkäse, der ist ja auch sehr lecker. Habe ich ja auch schon mal einen gehabt. Wo ich geschickt bekommen habe. So, im vorgeheizten Backofen bei 140 Grad Umluft circa 60 Minuten backen. Und das machen wir jetzt. Ja. Tja, Leute, und wie ihr seht, machen wir das Essen alles schön zusammen. Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Schüssel da ziemlich klein ist.
So klein wie ist noch, ja. Haben wir noch die große noch da? Oder ist die große? Nee, bestimmt nicht. Ich glaube, das ist die große. Ja, das ist die große. Oh Mann! Bleibt der Einsatz dran hängen. Oh je. Reicht das oder soll ich die zweite auch noch mehr haben? Nee, das reicht. Das reicht. Das reicht. Die Eier kommen ja auch noch mit dazu. Mhm. Siehst du? Dann haben wir ein kleines Problem schon. Schmeckt. Na, siehst du. Du kannst gleich einmal die. Das Miracle Whip hier mit reindonnern. Jetzt mal gucken, wo die ist. Warum machen wir so viel Kartoffelsalat? Weil sie es gewünscht haben. Ich glaube, wir brauchen größeres Behältnis. Ja, haben wir bestimmt auch da. Ja. Und das sie nehmen? Ja. Meinst du? Gut. Weil sonst haben wir ein ganz kleines Problem. Ja, dann füllen wir mal um hier. Ja. Komplett alles rein? Ja. Gut. Ja, es gibt immer eine Lösung. So ist es. So. Halt, da lassen wir das Glas. Ja, ja. Du weißt doch, wir verschwenden nichts. Nein, nein, wollte ich auch nicht machen. Ich wollte es nur zur Seite tun. So, dann kannst du die Eier auch mal tun. Deckel? Ja, habe ich ihn gelegt. Ja, Leute, und jetzt habt ihr es mal gesehen, ungefähr, wie es hier ohne Video abläuft. Weil ich jetzt einfach die Cam angeschaltet hatte, aber das war's jetzt. Der Leberkäse braucht noch eine Viertelstunde, sowas theoretisch. So, Leute, Zeit, um den Leberkäse aus dem Ofen zu holen. Ja, ein bisschen mehr Farbe hätte er noch bekommen können.
Definitiv. Aber was soll ich sagen? Ich hab Hunger. So. Oh, riechen tut das schon mal gut. Messer, Messer, Messer. Schneiden wir mal hier scheibchenweise ab. Doch ist er auf alle Fälle. Ja, dann haben wir halt jetzt nicht die leberkäsige dunkle Kruste oben drauf. Hätten wir Temperatur noch ein bisschen hochfahren müssen. Definitiv, aber ich habe ehrlich gesagt die ganze Zeit nicht in den Ofen geschaut. Deswegen ist mir das auch nicht aufgefallen. Boah, riecht der gut. Riecht der gut. Tja. Schaut euch das an. Richtig, richtig geil. So. Aufs Tellerchen und einen Kartoffelsalat noch dazu. Spatzel, wo hast du den Kartoffelsalat versteckt? Im Kühlschrank schon. Wie hast du den noch da reingebracht? Noch. So. Gestapelt das ganze Zeug und habe ich es doch irgendwie hingekriegt, dass er doch in den Kühlschrank kommt. Sehr geil. Und von dem Kartoffelsalat viel und reichlich auf den Teller. Ich habe ihn ja logischerweise schon probiert und für absolut extrem lecker befunden. So, stellen wir darüber. Tja, und dann kann ich hier das Probierle machen. Ich schneide mir hier jetzt gleich einmal zwei Ecken ab. Oder auch mehr fürs Probierle. Und dann holen wir die Cam nach oben. So, und da wäre ich. Leberkäse. Ja, der schmeckt mal richtig geil. Und dazu, also dieses Mal ist der Kartoffelsalat wirklich ein Traum geworden. Hammer, hammer geil. Ja, nachher machen wir natürlich noch das Fazit. Spatzelt halt gerade noch Essen aus. Ja, und ich gehe jetzt zum Essen. Tja Leute, da kommen wir noch zum Fazit. Spatzel, lässt du mal das Geschirr sein und kommst auch mal her. Hier, kein Moment. Ich werde wahnsinnig hier. Ich fange schon mal immer an. Immer stören am Abwaschen. Ja. Ja. Also Leute, der Beckenleberkäse, hervorragend, richtig geil. Also da hat nichts gefehlt, da war nicht zu viel dran. Vielleicht maximal oben noch die Kruste, aber das habe ich ja schon gesagt, warum. Wieso, weshalb? Hätten wir einfach einen Backofen höher drehen müssen zum Schluss. Ansonsten der Leberkäse richtig, richtig geil. Ja. Hat fand ich auch schon lecker. Ja, ja, und der Kartoffelsalat dieses Mal. Wunderbar. Noch besser als das letzte Mal. Teamwork ist eben, ja, doch alles. Und du stehst heute sehr weit unten. Danke, dass du mir geholfen hast dabei. So, hä? Nein, nein, da musst du vor mich gehen, dann sieht es besser aus. Schau. Meinst du? Mhm. Häschen für Ostern. Genau, Ostern. Wir haben morgen Ostern. Ja, also Leute, wir sehen uns. Wir schauen, dass wir eventuell morgen auch noch ein schönes Video machen. Ja. Könnten wir eigentlich dazu machen, was natürlich wir vorhaben. Genau, wir machen noch ein schönes Video. Und ja, dann würde ich mal sagen, Däumchen nach oben, nettes Kommen da, Abo und abonnieren tut nicht weh. Ihr wisst es ja, ist auch kostenfrei. Wir werden uns auf jeden Fall uns freuen darüber. Ja. Und Tschaikowski, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Arschloch.